Okay, wisst ihr, was das Geheimnis ist, warum ich so gut aussehe? Chicken Nuggets und Milchshake von Netto. Der durchtrainierte Mann wirkt auf den ersten Blick wie ein ganz normaler Fitness-Influencer. Erst auf den zweiten Blick fällt auf, was auf seinem T-Shirt steht: Europa, erwache. Der Slogan einer rechtsextremistischen Kampagne. Und der Mann auf TikTok ist ein mehrfach vorbestrafter Neonazi. Es lässt sich durch die Entwicklung der letzten 20 bis 25 Jahre eigentlich ganz gut nachvollziehen, dass rechtsextreme AkteurInnen das Internet immer sehr früh für sich zu nutzen wussten, je nachdem, was gerade in war, welche Plattform gerade gefragt war, waren sie immer Teil der Early Adapter und das zahlt sich für sie aus. Das heißt, jetzt aktuell ist eben TikTok die Plattform der Stunde. Kinder und Jugendliche sind im Netz längst zu einer wichtigen Zielgruppe rechtsextremer Propaganda geworden. Zwischen harmlosen Musikvideos, Memes und Challenges mischen sich bei TikTok immer häufiger politische Inhalte. Eine Partei, die jetzt gerade stärker wird, weil es den Leuten zum Hals raushängt, wie es in diesem Land läuft, und sie wechseln irgendwann und sagen, ich habe keinen Bock mehr, mich die ganze Zeit belügen zu lassen, und dann zu sagen, diese Partei verbieten wir in Deutschland, ist so ziemlich das Undemokratischste, was du überhaupt machen kannst. Gerade in Zeiten multipler Krisen, wo junge Menschen sich oft alleingelassen und auch nicht berücksichtigt fühlen, ist das natürlich ein Einfallstor. Theresa Lehmann beschäftigt sich für die Amadeo-Antonio-Stiftung seit Jahren damit, wie rechte Propaganda auf der Social-Media-Plattform TikTok funktioniert. Es gibt auf jeden Fall von Seiten TikToks ein Interesse, dass Rechtsextreme dort nicht aktiv sind. Wogegen sie aber nichts tun können, ist Kanäle, auf denen keine strafrechtlichen relevanten Inhalte stattfinden, von Personen, die vielleicht auch abseits von TikTok noch nicht weiter strafrechtlich aufgefallen sind. Solange sich die CreatorInnen an die Community-Guidelines halten, sind ihnen da auch die Hände gebunden und da ist eben dann auch die Zivilgesellschaft gefragt. Das heißt, Gegenrede ist wichtig, Positionierung ist wichtig, Aufklärung ist wichtig. Doch woran erkennt man rechte Influencer? Gibt es eine bestimmte TikTok-Sprache, Merkmale oder Symbole? Die Plattform Keine Erinnerungskultur klärt auf. Mein Name ist übrigens Susi und ich kläre hier über den Holocaust und rechte Symbole auf TikTok auf. Kurze Frage, wie viele rechte Codes entdeckst du in diesem Kommentar? A. 3, B. 4, C. 5 oder D. Kein. Hau ab. Die Antwort ist 4. Zuerst haben wir hier diesen winkenden Emoji, eine Referenz zum sogenannten Hitlergruß. Nummer 2 sind diese beiden Blitz-Emojis hier, wiederum eine Referenz an die sogenannten Siegrunen, das Zeichen der Schutzstaffel und in Deutschland in der Form verboten. Die 14 bezieht sich auf die sogenannten 14 Words, ein rassistisches Glaubensbekenntnis, geprägt von einem US-Neonazi. Und zu guter Letzt die 88, jeweils für den 8. Buchstaben Alphabet stehend, also HH, Heil, Rechtsextreme sind da sehr erfinderisch, ihren Hass zu verkodieren. Das kann irgendwie zum Beispiel der Duschkopf sein. Wenn ich den benutze in einem, sagen wir, Video, wo es um Wellness geht, da ist es ja ein ganz harmloses Emoji. Aber wenn dieses Emoji auftaucht in der Kommentarspalte unter einem Video von einer Holocaust-Überlebenden, die Aufklärungsarbeit auf TikTok macht, dann hat das eine ganz klare Konnotation und ist es eine Anspielung auf die Massenvernichtung der Juden. Und so geht es mit vielen dieser Emojis. Über 20 Millionen Nutzerinnen und Nutzer hat TikTok in Deutschland, vor allem Heranwachsende. Die AfD erreicht hier deutlich mehr Menschen als alle anderen Parteien. Ein Grund sind die zugespitzten, polarisierenden Inhalte, die der Algorithmus der App mit einer starken Verbreitung belohnt. Das nutzt auch der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Kra. Sei selber schlau. Schau dir gute YouTube-Kanäle an und meine TikToks. Kras Kurzvideos gehen regelmäßig viral. Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Sei selbstbewusst. Guck geradeaus. Und vor allem, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt's auch mit der Freundin. Anders als Eltern oft denken, müssen Kinder und Jugendliche Videos wie die von Maximilian Kra gar nicht erst aktiv suchen. Denn TikTok zeigt jedes hochgeladene Video wahllos einer bestimmten Anzahl von Menschen. Wenn es geliked oder auch nur angesehen wird, wird es zusätzlich wieder neuen Menschen in die Timeline gespült.
Man muss keinem rechten Account folgen, die Clips kommen trotzdem. Das Interesse von TikTok ist dabei ganz banal. Die Userinnen und User sollen so viel Zeit wie möglich auf der Plattform verbringen. Das ist eben sehr attraktiv für Rechtsextreme, weil so ein Video auch ganz schnell viral geht, ohne dass ich schon eine riesen Follower-Innenschaft aufbauen musste. Das heißt, selbst wenn mein Account mal gelöscht wird und ich mir dann schnell wieder einen neuen holen muss, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass ich mit ein paar Einschnitten aber relativ gut da anknüpfen kann, wo ich aufgehört habe vorher. Mitte April 2021 wird der Account Candy AfD auf TikTok aktiv. Zu dem Zeitpunkt ist die Betreiberin angeblich 15 Jahre alt. In meinem letzten Video habe ich ja wohl verdeutlicht, dass ich das traditionelle Bild der Frau ja wirklich bevorzuge. Auf ihrem Account gibt die junge Frau immer wieder Tipps, wie junge Menschen bei der jungen Alternativen, der als rechtsextremistisch geltenden Nachwuchsorganisation der AfD, eintreten können. Dann druckst du dir diesen Antrag aus. Das ist die Einverständniserklärung deiner Eltern und schickst den einfach per E-Mail an die junge Alternative. Laut den Nutzungsbedingungen von TikTok dürfen Teenager in Deutschland ab 13 Jahren die Plattform benutzen. Aber auch jüngere Kinder können sich bei der Anmeldung problemlos als Volljährige registrieren. Wie können Eltern da den Überblick bewahren? Ich muss jetzt als erziehungsberechtigte Person oder auch als Lehrerin oder so nicht jede Creatorin kennen oder jede Person, jeden Code, jeden Trend aktuell. Da kommt man ja im Zweifel auch gar nicht unbedingt hinterher. Aber sich im Zweifel mal in Ruhe hinzusetzen, sich zusammen anzuschauen, was sind das denn eigentlich für Personen, was haben die so ein bisschen für einen Background, wenn es die Möglichkeit gibt, auch zu gucken, gehört die Person zu einer Institution oder gibt es da vielleicht auch schon eine Berichterstattung über die Person. Offensichtliche Hassrede kommt hier eher selten vor. Dafür ist Humor ein stilistisches Mittel zur Überdeckung rechter Propaganda. Entpolitisierte Spaßvideos. Alice Weidels Umfeld beherrscht das in Perfektion. Es werden kleine Videoschnipsel hochgeladen, wo sie lacht, wo sie mit ihrer Frau im Auto tanzt. Ich glaube, Verharmlosungsstrategie ist das Stichwort, wenn wir über die AfD auf TikTok sprechen. Möglichst nahbar, harmlos und freundlich rüberkommen. Wir sind die Kümmerer, wir sind doch gar nicht so schlimm, was da in den Medien behauptet wird. Das ist doch alles Lüge, wir sind ganz nett. So. Möchten Eltern wissen, welche Videos ihre Kinder auf TikTok vorgeschlagen bekommen und am Ende konsumieren, dann bietet die Plattform einen sogenannten Begleitaccount an. Wie das funktioniert, erklären sie auf ihrer Homepage. Die Lösung für das Problem der rechten Propaganda auf TikTok ist das aber sicherlich nicht. Was mich erschreckt, ist, dass offensichtlich andere AkteurInnen da aus der Zivilgesellschaft, aber auch aus der Politik so ins Hintertreffen geraten sind und offensichtlich nicht diese Angebote setzen können, nicht da sind für junge Menschen. Es ist schon auch ein verschuldeter demokratischer AkteurInnen, dass es überhaupt so weit kommen konnte.